Hi-ho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel-Freunde zu Tyranny. Jo, wir sind wieder genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich frage mich gerade nur, wie wir zum Beispiel da runterkommen sollen. Scheinbar gibt es da drüben einen Weg nach da unten. So, jetzt knöpfen wir uns erstmal unseren Verbündeten vor, der uns einfach so im Stich hat gelassen. You see that? Ergänzung hinzugefügt, letzter Widerstand? Die Ungebrochenen Beschmähten kämpfen um die Kontrolle vom Wachplatz. Unterbrecht den Rosssturm mit den standhaften Abzeichen. So, erstmal. Oh, eine sehr schicke, schwere Bronzerüstung. Reinigender Talisman. Immunität gegen vergiftet. Landry. Das ist doch was Praktisches für dich. So, das sind alles Geschmähte da oben, hoffe ich mal. Curious. Da war was versteckt. Der Graben, der einst Wachplatz umgab, hat dank der rauen Umgebung schon längst seinen Nutzen eingebüßt. Abgestautes Wasser und feuchte Erde sind alles, was davon blieb. Mhm. If only Stone would have surrendered years ago. Such needless carnage. Ja, wenn sich das so gibt. Wenn sich das Land schon vor Jahren ergeben hätte. Dieser Missionsbericht der Geschmähten stammt aus dem Jahr 430 WZ. Ein Eintrag sticht aus dem penibel organisierten Ganzen hervor. Er beschreibt eine Armpatrouille. Während welcher der Soldat einen Purpurspeer beobachtet hat, der sich mit einem Hauptmann des unbeugsamen Landes traf. Wer auch immer den Bericht geschrieben hat, wollte den Vorfall von seinem Vorgesetzten melden, fiel jedoch in der Schlacht, bevor er die Gelegenheit dazu hatte. Ergänzung hinzugefügt, eine Verhandlung der Archonten. Okay. Die Schreibmächte der Geschmähten waren entweder... Nee, halt. Geschmähten Soldaten wollten das standhafte Abzeichen haben. Steht das bei der Wart stimmen? Ja, hier. Der Wart stimmen übermittelte während der Eroberung den Verteidiger des unbeugsamen Landes Schlachtpläne der Geschmähten. Das war ein Beweis von der Wart stimmen. Okay. Eine Falle. Ah, da ist eine Falle. See that? Lyra. Schleich dich mal vorsichtig hier ran. Und ein Knöchel des Titanen. Okay, Beric. Knöchel des Titan. Schaden, Genauigkeit, aber halt etwas langsamer. Hat aber Kraft. Plus ein Stärke, also. Boah, das macht uns schon böse viel mehr Schaden. On it. Gut. Ja, Romulan wartet mit seinen Mannen. Dort können wir was einsacken. Versiegter Brunnen. Das Rad mit Gewalt bewegen. Eine Behelfslösung für den verrostete Teile bauen. Hm. Athletik oder List? Was steigern wir? Athletik.
Und was haben wir jetzt dadurch gewonnen? Nix. Trouble is afoot. Oh, da drüben wird doch gekämpft. Da würde ich doch gern mal mitmischen. Kletterverse da runter und da drüben hoch. Weil ich will keine bösen Gegner im Nacken haben. Der braucht schon ein bisschen. Damn thing couldn't pierce me. Ja, vorbeiwerfen ist nicht so gut. Sorry, I can't do that. This weapon is entirely worth it. Okay. Er ist tot. I got it. War das der einzige hier? Ja. Eine ruinierte Rüstung, die bringt uns nicht so viel. Lederhandschuhe eines Plünderers. Die nehme ich doch gerne. Wobei. Dass eher was für Lyra ist. Und das ist ein Ruf der Titan. Stolpert und Kraft 2. Bei kritischen Treffer mit Waffe Reichweite 6 Meter unterbrechen. Ja, und 2 Stärke. Das ist eigentlich böse. Aber, Erholung ist ziemlich hoch. Das ist das Problem. Das heißt, dadurch ist Schaden und die Genauigkeit futsch. Oh, das da noch. Ein eiserner Wurfspeer. Ist schlechter als der Himmelsklinge-Wurfspeer. Ich könnte die Himmelsklinge übrigens mal auf Lila verbessern. Ach ja, und das hier habe ich jetzt wieder durchs Paradox-System bekommen. So, das heißt, alles, was nicht wirklich gebraucht wird, kann man weg. Rotfluss, das war eines von Lyras Schwerter. Das zweite habe ich keine Ahnung, wo es hingekommen ist. Dumm die Dumm. So, das heißt, das haben wir auch erledigt. Wir können also hier hochklettern. Ach, was ich gern machen würde, mal kurz in meinen Schmiedeturm gehen. Den da brauche ich auf jeden Fall, aber da ich so viele Kupferringe gerade über habe, würde ich gern ihn noch hier anwerben. Lehrmeister. Ein Meisterlehrer in Lebenskraft und Stein beherrschen. Und das hier sind alles Rüstungshändler. Kann ich hier eigentlich jemanden tollen anwerben? Schwertbrecher, Skillehrer, der unterrichtet Zweihandwaffen, Wurfwaffen, Ausweichen und Athletik erteilt. Ach, tue ich den da noch anwerben? Schlachtfeldplünderer für einzigartige Gegenstände. Ich muss schon gucken, dass ich genug Leute auf meinen Türmen habe.
Dafür muss ich aber auch erstmal gucken, dass ich genug Kupfer, also Ringe zusammenkriege. Ich war ja bis jetzt immer ein bisschen spendabel, damit meine Belohnungen an die Geschmähten weiterzugeben. Ja, eine bronzene Axt und eine taumelnde Verbrennung. Und ich habe immer noch nicht geguckt, ob ich nur Heiltränke nicht benutzen darf für das eine Achievement. Wenn es überhaupt triggert. Ich danke dir für deine Hilfe, aber dieser klitzekleine Roststurm ist immer noch da. Unsere Truppen können erst vorrücken, wenn der Tornado einfach mal vorüber ist. Das standhafte Abzeichen vorzeigen. Man sagte mir, dass dieses Artefakt den Weg durch den Sturm ebnen könnte. Dieses Ding sieht von hier aus wie eine, Anstecknadel. Aber diese Winde waren nicht besonders gut für meine Augen. Sie nickt in Richtung des Windwalls. Wenn du uns damit durch den Sturm und ins Herz vom Wachplatz bringen kannst, werde ich den Wind von Kyros nicht mehr in Frage stellen. Geh voran, Schicksalsbinder. Ja, ich versuche es einfach mal so, in den Wachplatz reinzugehen, obwohl wir einmal rasten. Wir rasten einmal. Es ist Abenddämmerung, der Wind wird stärker. In den Sturm blicken. Die großen Dreckklumpen und das verrostete Eisen verhindern eine freie Sicht in den Sturm hinein. Du kannst vage den Umriss eines entfernten Bauwerks erkennen. Dabei kann es sich nur um den inneren Bergfried vom Wachplatz handeln. Ja. Das standhafte Abzeichen einsetzen. Als du das standhafte Abzeichen in die Höhe hebst, teilt sich der Windfall. Staub und Schutt wirbeln um eine kegelförmige Leere, die sich vor dir erstreckt und zu einem Tunnel aus atembarer Luft wird. Die Juwelen des Abzeichens beginnen hell zu leuchten, als würden sie durch dieses Teilen des Windes mit Kraft erfüllt. In welchem Schlummer das Artefakt auch gelegen haben mag, nun ist es wach und voller neuem Potenzial, solltest du es zu verwenden wünschen. Gegenstand verloren, Gegenstand erhalten. Statthaftes Abzeichen. Plus 3 Entschlossenheit. Und Artefaktfähigkeit stabiler Stand. Was habe ich hier nochmal? Läuternd. Ist Immunität gegen Vergiftung und das ist Vitalität. Also Entschlossenheit. I'll just hold on to this. Du hast schon 2, dann kriegst du das Vergiftungsschutzding. Und wir haben schon stabiler Stand. Verleiht Verbündeten in der Nähe Entschlossenheit und einen höheren Widerstand dagegen niedergeworfen oder zurückgestoßen zu werden. Diese Effekte verstärken sich mit wachsendem Ansehen des standhaften Abzeichens. Cool. Also ich krieg schon mal 3 Entschlossenheit und hab meine 2. Reputation, was ein mächtiges Abzeichen aus... Wow, der Grabbogen ist aber schon ziemlich hoch bei Lyra. So, das heißt, wir gehen jetzt in den Wachplatz hinein. Also plus 3 Entschlossenheit ist gar nicht mal so wenig. How that artifact left the path open behind us. Others are likely to follow in our footprints. Du hast das Innere der Festung vom Wachplatz geschafft. Finde den letzten Regenten Stredos Herodin. Ja, und Lordwe hat leider recht. Wir sind jetzt zwar im Wachplatz drin, aber andere können uns folgen. Die Wände dieser Festung sind heruntergekommen und abgesplittert. Dafür sorgten der Sturm und der erbitterte Kampf zwischen den Geschmähten und den Ungebrochenen. Tja, wir sind jetzt hier nicht mehr bei den... Ach komm, sag's mir. Genau, bei den Ungebrochenen. Sondern das hier sind die Regenten des unbeugsamen Landes. Das Banner ist also ein bisschen anders mit den mit diesen Spitzen außenrum.
Ihr seid Himmelsklinge des Regenten und ein bronzener Wappengenosse des Regenten. Hi Jungs.